Das ist unser Grazer Abfallberg. Den verursachen wir alle gemeinsam. Jeder von uns trägt jährlich etwa eine halbe Tonne Abfall dazu bei. Deshalb hat das Umweltamt der Stadt Graz das Abfallvermeidungsprogramm gestartet. Und das hat 7 Punkte. Gehen wir es gemeinsam durch. Punkt 1. Reduce. Also verringern. Stellen wir uns vor, wir sind im Supermarkt. Kaufen wir da die verpackten oder die losen Äpfel? Nein, natürlich die losen. Und unser Lieblingsgetränk, kaufen wir das in Mehrwegglasflaschen oder in Dosen? Na? Mm-mm. Ja genau, in Mehrwegglasflaschen. Und Einwegplastiksackerl? Von denen lassen wir gleich die Finger und nehmen die Graztasche. Die können wir immer wieder verwenden, denn sie besteht aus wiederverwerteten Alttextilien. Diese kleinen Maßnahmen haben für unseren Abfallberg große Auswirkungen. Schon jetzt ist er um einiges geschrumpft. Schauen wir zu, wie mit den restlichen Punkten dieser Berg noch kleiner werden kann. Punkt 2. Reuse, also wiederverwenden. Die Stadt Graz bietet die sogenannte Reuse-Box an, in der man Dinge sammeln kann, die man selber nicht mehr verwendet, die aber noch funktionstüchtig sind. Etwa Geschirr, Werkzeug, Spielzeug und so. Diese kann man dann bei den zahlreichen Rückgabestellen in Graz abgeben. Zu finden sind diese unter www.umwelt.graz.at/reuse. Diese Dinge sind dann in den Grazer Reuse-Shops erhältlich und bekommen so ein zweites Leben. Als Alternative zur Reuse-Box können im Ressourcenpark Graz in der Reuse-Zone noch gebrauchsfähige Gegenstände wie Textilien, Schuhe, Geschirr, Bücher, Kleinmöbel etc. kostenlos abgegeben werden. Und wieder haben wir unnötigen Abfall vermieden. Weiter so! Punkt 3. Repair, also reparieren. Dinge, die nicht mehr funktionieren, müssen nicht unbedingt gleich entsorgt werden. Als erstes sollte man versuchen, sie zu reparieren. Das Umweltamt Graz fördert unter anderem Repair-Cafés oder Reparaturinitiativen, bei denen Tüftler zusammenkommen und gemeinsam helfen, unseren Abfallberg wieder weiter schrumpfen zu lassen. Und das tut er. Punkt 4. Redesign, also umgestalten. Okay, man kann nicht alles reparieren. Manche Dinge müssen aber auch nicht weiterhin ihren ursprünglichen Zweck erfüllen. Hier ist die persönliche Kreativität gefragt. Eine kaputte Türe kann zum Beispiel zu einem neuen Couchtisch werden. Oder alte Kleidung wird zu einem neuen Kleid zusammengenäht. Inspiration kann man sich übrigens jederzeit bei den verschiedenen Redesignerinnen und Redesignern in Graz holen. Unter anderem haben die sich das Verkleinern unseres Müllbergs zum Beruf gemacht. Und das freut uns. Punkt 5. Refuse, also ablehnen. Manche Dinge aus unserem Alltag sind einfach unnötig. Werbeprospekte beispielsweise. Oft landen diese unangeschaut im Papierkorb. Damit es erst gar nicht so weit kommt, klebt man am besten einen offiziellen Bitte keine Werbung-Sticker auf sein Postkastel. Man kann zum Beispiel auch selbst am Balkon oder im Garten Gemüse anbauen. Dadurch erspart man sich viel Verpackungsabfall. Durch diese Maßnahmen haben wir es geschafft, unseren Müllberg schon fast ganz verschwinden zu lassen. Geben wir ihm den Rest. Punkt 6. Recycle, also wiederverwerten. Im vorletzten Schritt gilt es, den Abfall, den wir nicht vermeiden können, ordentlich zu trennen. Das geht auch ganz einfach. Papier kommt in die rote Tonne. Daraus wird zum Beispiel recyceltes Zeitungspapier oder neues Klopapier. In die grüne Tonne kommen die Buntglasverpackungen, in die weiße die Weißglasverpackungen. Daraus wird dann später jeweils eine neue Glasflasche. In die gelbe Tonne kommen die Leichtverpackungen. Daraus könnte später zum Beispiel unsere neue Gießkanne werden. Metallverpackungen kommen in die blaue Tonne. Der dortige Abfall könnte beispielsweise als neue Felge unser Auto zieren. Bioabfall kommt in die braune Tonne. Daraus wird später Erde, in der wir unsere Karotten zu Hause anbauen können. Und in die schwarze Tonne kommt dann der Restmüll, wie zum Beispiel Taschentücher, Windeln, kaputtes Spielzeug und so weiter. Aus dem Restmüll wird noch herausgeholt, was recycelt werden kann. Der Rest wird in speziellen Anlagen verbrannt, um daraus wieder Energie zu erzeugen. Und siehe da, unser Abfallberg ist gänzlich verschwunden. So leicht geht's und so viel Auswirkung hat's. Punkt 7.
Rethink, also umdenken. In diesem allerletzten Schritt lassen wir den Abfallberg erst gar nicht entstehen. Das Umweltamt organisiert dazu Workshops und Vorträge in Schulen und Kindergärten, aber auch für Erwachsene, damit die Grazerinnen und Grazer schon von klein auf wissen, wie man Abfälle richtig trennt und vermeidet, sodass auch kommende Generationen noch in einer schönen und sauberen Welt leben können.